Sommerzeit. Heute heißt es wieder, wer hat an der Uhr gedreht und uns wird wieder eine Stunde geklaut. Wie ist Ihre Meinung über dieses Thema? Ja, eigentlich stellt sie sich ganz normal eigentlich ein, aber sie brauchte eigentlich nicht umgestellt werden. Eigentlich würde ich darauf plädieren, alles so zu lassen, ohne. Naja, die ist jetzt schon so lange, man hat sich dran gewöhnt. Also mir macht's keine Schwierigkeiten. Ist immer wieder alle halb Jahr spannend. Mal die Uhr eine Stunde mehr, mal eine Stunde wenig. Also ich habe damit kein Problem. Nicht annähernd einen Einschnitt in Ihrer Lebensqualität? Nee. Also kann so bleiben, wie es ist? Von mir aus kann so bleiben, ja. Aber ich habe auch Verständnis für die Leute, die sagen, dass sie Probleme damit haben oder auch Landwirte mit ihren Tieren. Also dann, wenn es abgeschafft werden soll, ist mir das auch okay. Ja, ich bin da recht flexibel. Die Erfahrung, ja, mir ist es eigentlich egal, ob das nur eine Stunde früher oder später. Der Tag hat immer nur 24 Stunden und das ändert sich nicht, leider. Deswegen wäre mir das egal. Also uns wird eine Stunde heute Nacht geklaut. Das ist natürlich nicht so cool. Inwiefern? Ja, wenn wir weggehen, ne, wird ja die Zeit zurückgestellt. Eine Stunde weniger tanzen, genau. Heißt das? Eine Stunde weniger flirten auch, oder? Ja, auch. Ja, unter anderem. Ja. Also könnte die Sommerzeit abgeschafft werden, oder? Ja, so ist es dann, wenn wir wieder eine Stunde mehr kriegen, dann freuen wir uns natürlich, wenn wir dann die Stunde mehr tanzen können. Aber ich finde eigentlich, es ist eigentlich wurscht. Also könnte eigentlich so bleiben, wie es jetzt ist und gut ist. Also ich finde es überflüssig. Ganz schlechte Erfahrung. Nur müde frühmorgens. Ganz furchtbar wie die Kühe auf der Wiese ist für mich gar nichts. Nee, im Herbst geht's beim Zurückstellen, aber Vorstellen ist ganz furchtbar. Was sind da die Probleme, wenn es vorgestellt wird? Na, weil ich müde bin morgens. Die Zeiteinteilung insgesamt. Ja. Die Zeiteinteilung insgesamt. Und was bringt es für die Wirtschaft? Gar nichts. Was meine Meinung zur Zeitumstellung? Völliger Quatsch. Warum? Naja, weil die innere Uhr tickt nicht mehr richtig. Welche? Naja, allein die Statistik. Dreimal mehr Schlaganfälle in der Zeit, wenn die Uhr umgestellt wird. Halt. Früher war es eine Idee wegen der Industrie, halt, dass sie Geld sparen wegen Strom und so ein Schwachsinn. Also halt. Jetzt sparen sie bei der Energie, aber unserer Gesundheit. Quatsch. Also abstellen, bitte. Danke. Ja, Sommerzeit ist einerseits sicherlich eine gute Sache. Für mich ist eigentlich eher die wirkliche Sommerzeit die Zeit, die eben dann Ersparnis bringen würde, meines Erachtens. Was die Statistik sagt, weiß ich nicht, da kann ich nichts zu sagen. Ansonsten sollte man nur bei einer Zeit lassen. Dieses ewige Um- und Her-Geschalte finde ich nicht so toll. Ihre persönliche Erfahrung damit? Man hat immer irgendwo erstmal Startschwierigkeiten im nächsten zwei, drei Tage. Und das ist, denke ich mal, ja, das, was nicht unbedingt gut ist. Ich habe persönlich keine Probleme damit. Es ist für mich halt eine Stunde Verzug oder ein bisschen länger. Halt eine Stunde weniger oder weniger mehr oder weniger Schlaf. Stört mich eigentlich gar nicht. Es ist halt nur Gewöhnungssache. Eine Stunde wird uns weggenommen. Also durch das Vorstellen fehlt uns eine Stunde. Wir haben ja schon lange Erfahrung damit. Also als Mutter habe ich mich damals gefreut, dass die Zeitumstellung war. Mein Kind hat eine Stunde länger geschlafen. Also hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Ja, und jetzt, ich habe mich dran gewöhnt, abends ist länger hell. Und dafür haben wir im Herbst dann eine Stunde länger zum Schlafen, ist auch nicht schlecht. Gleicht sich irgendwo wieder aus. Ja, also ich habe mit Sommerzeit auch kein Problem. Letztendlich ist es länger hell und man hat sich dran gewöhnt. Und warum es mal gemacht wurde, kann man vielleicht jetzt heutzutage ein bisschen in Frage stellen, bis das wirklich jetzt gelohnt hat. Aber ich glaube, wir haben uns alle dran gewöhnt. Und wenn es jetzt wieder weg wäre, dann glaube ich, wäre die Umstellung wieder schwieriger. Eine Stunde weniger, Katastrophe. Das ist Nonsens. Also diese Zeitumstellung bringt überhaupt nichts. Die könnte weggelassen werden. Kein Vorteil. Naja, der Vorteil hat man, wenn von Sommer zu Winterzeit, dann kann man eine Stunde länger schlafen und dafür wird sie im Sommer, wenn sie umgestellt wird wieder auf Sommerzeit, dann wird sie eingeklaut. Und das ist ein bisschen stressig, wenn man jetzt
von Winter auf Sommerzeit, wenn das umgestellt wird, dann fehlt ja eine Stunde Schlaf. Und das macht dir nichts aus? Ja doch, das ist dann belastend. Und wenn es zurückgestellt wird, bekommen Sie diese auch bezahlt? Oder? Nee, also nicht bei Taxe. I don't have any problems with this, so it's absolutely fine with me. Also ich finde es ziemlich nervig, vor allem im Winter, weil es plötzlich so dunkel wird. Und natürlich ist mir schon mehrmals passiert, dass ich nicht wusste, dass die Zeit umgestellt werden soll. Und dann ist man zu spät oder zu früh. Und ich verstehe im Prinzip, nicht so ganz, warum wir das überhaupt brauchen. Also Sommerzeit ist eine Stunde weniger schlafen. Richtig, was ist für dich scheiße? Die Wärme. Es bringt nichts, die Sommerzeit zu verändern. Nur wegen Energie sparen, die hängt man vorne und hinten wieder ran. Kann man abschaffen. Das kläre ich auch so. Das war's endlich schon. Danke. Bitte. Schöne Ostern. Schöne Ostern. Gleichfalls. Tschüss. 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 Tschüss.